fühlte sich immer so an, als wenn jetzt irgendwas kommen muss. Und wir wussten natürlich auch schon seit 2, 3 Jahren, so lange ist das Album ja auch schon am Wachsen und Entstehen, und man konnte am Anfang auch gar nicht richtig sagen, in welche Richtung geht das jetzt überhaupt. Da merkte man schon, da tut sich irgendwas unter der Oberfläche. Jeder hat halt, denke ich, an dem Punkt das erkannt, dass man einfach so ein bisschen alles zulassen muss, einfach. Also das geht einfach nicht, dass hier jemand sagt, oh nee, das ist aber nicht möglich, das geht jetzt nicht, das dürfen wir nicht machen. Sondern einfach scheißegal, das wird eben gemacht, weil es in dem Moment einfach geil ist halt. Ich kann auch nicht sagen, dass es das beste Album ist oder dass es das härteste Album ist oder das größte. Heutzutage ist ja alles immer mit Superlativen voll, sondern es widerspiegelt uns als Band zu dem Zeitpunkt einfach. Also es ist ein Zeitdokument. Es ist energetische Musik und wir behandeln auch ernste Themen. Themen, die einen bewegen, die einen emotional bewegen, mit viel Pathos. Und ja, also wir sind keine Affenband, die Affenzirkus macht. Wir sind einfach frei in Texten, in Musik, und das ist ein großer Genuss. Ich habe gerade das neue Reiter-Album vorab hören dürfen und muss sagen, ich bin absolut begeistert. Es ist ein total leidenschaftliches Album geworden, das an vielen Ecken und Enden überraschen wird, selbst eingefleischte Reiter-Fans, und so ein bisschen was für jeden bietet. Seid gespannt. Das erste Album, die erste Seite, war sehr Reiter-typisch. I really, really enjoyed the second album, the tougher ones. It's a re-recording of an old song in a more acoustic folk vibe. But it's really not the same songs anymore, you know. The band made a lot of changes, and it sounds really different, and I think there is a lot of creativity here, and I'm really looking forward to hear the album again. Wenn man so die beiden Alben sieht, das erste Album, sage ich mal, ist einfach so das laute Album, das was eben auf jeden Fall energetisch ist, und das zweite Album ist halt auch mit leise einfach gut zu umschreiben. Natürlich ist es jetzt, geht das auch nach vorne, aber es ist halt von der Bandbreite wahnsinnig weit gefächert, und es sind eben auch sehr gefühlvolle Stücke drauf, und deswegen ist es so einfach leise und eine sehr schöne Umschreibung eigentlich dafür. Ja, wer sagt denn, dass eine Platte immer nur irgendwie mit 180 auf der Autobahn funktionieren muss? Es gibt andere Momente, und ich denke, die ganze Facetten der über 20 Songs in Gänze zu beschreiben, das ist Quatsch. Also das macht keinen Sinn. Wir bedienen ja nun nicht nur eine Sache oder ein Klischee, eine Scheuklappe, sondern es ist ja ganz, ganz vielfältig. Also ich glaube, dass wir extremer spielen können als viele. Wir können aber auch das ganze Gegenteil. Also die Bandbreite ist einfach das Große, und vielleicht ist das auch extrem. Aber so ist nun mal das Leben. Lässt sich auch eh keiner vorschreiben, wie er was zu finden hat. Wir machen jedes Mal ein neues Angebot, und langsam hat sich sicherlich auch rumgesprochen, dass bei Reiterplatten der überraschende Moment eigentlich das ist, was man auch schätzen lernen muss. Also man kann sich nie sicher sein, was passiert, aber es passiert alles mit voller Hingabe und voller Absicht, und unterm Strich ist auch jede Platte, oder diesmal zwei Platten, sind eine Einladung, Dinge anders zu machen.